Richtig gutes Internet im Wohnmobil, das ist ein schwieriges Thema und am Ende doch so einfach. Welche Hilfsmittel es für ein perfektes Internet im Wohnmobil gibt, das zeige ich euch in diesem Film. Hallo und herzlich willkommen bei Fan for Van. Ja, heute geht es los mit den Details zu diesem Fahrzeug. Ich habe letzte Woche schon einen Film gebracht, wo ich euch dieses Auto in einer Roomtour vorstelle. Wer es noch nicht gesehen hat, dem verlinke ich diesen Film hier oben nochmal. Und da habt ihr so viele Fragen gehabt und so viele Details wissen wollen, das konnte ich alles gar nicht in den ersten Film mit einpacken. Deswegen kommen jetzt peu à peu ein paar neue Filmchen. Ihr habt zum Beispiel Fragen gestellt zu diesem Radiogerät, zu diesem Navigationsgerät von Alpine oder diese Frontschürze. Ich bekam aber auch viele Fragen zu diesen Reifen, den Felgen und der Spurverbreiterung. Einige von euch haben aber auch diesen kleinen Schalter entdeckt und wollten mehr über den Wechselstromrichter erfahren. Und ich bekam auch ganz viele Fragen zu dieser Kühltruhe und dem Stromverbrauch etc. Und es haben mich ganz viele Leute angesprochen auf dieses kleine Teilchen hier, und zwar auf meinen iPad-Halter hier hinten im Schlafzimmer. Und und darauf möchte ich heute ein bisschen genauer eingehen, denn die ganzen anderen Themen kommen natürlich auch noch, aber ihr könnt euch das vorstellen, da muss man auch noch viel recherchieren, weil ich möchte ja Filme machen, die euch auch wirklich was bringen. Bei dem Alpine zum Beispiel habe ich die meisten Zuschriften von euch bekommen, die meisten Kommentare auch unten im Film bekommen. Und da gibt es noch so ein paar Sachen, die möchte ich einfach vorher noch abklären, damit ich euch auch Informationen geben kann, die euch weiterhelfen, gerade Stichwort DAB-Empfang. So, und deswegen fangen wir heute mit diesem kleinen Ding hier an, denn wir haben keinen Fernseher bei uns im Wohnmobil, weil ehrlicherweise wir auch nicht viel, wenn wir unterwegs sind, Fernsehen gucken. Wenn es mal richtig regnet oder so, dann gehen wir eher ins Schwimmbad und abends wird geschlafen oder gelesen. Und wenn es ganz schlimm ist, dann fahren wir nach Hause. Also wir sind jetzt niemand, der irgendwie wegfährt und dann abends immer Fernsehen gucken muss. Das ist vielleicht auch ganz wichtig zu wissen, denn diese Lösung, das muss sich jeder selber überlegen, ob das für ihn das Richtige ist. Für uns ist es definitiv das Richtige, denn wir nehmen dann einfach ein iPad mit, können darüber mal Nachrichten streamen, übers Internet, wenn wir das wollen, haben da auch ein paar Filmchen draufgeladen, die wir uns angucken können, wenn es ganz schlimm wird oder wenn wir gar nicht miteinander reden wollen, und dann kommt dieses Gerät hier zum Einsatz. Diese Halterung war für mich ganz, ganz schwierig zu finden, denn ich möchte die verwenden für dieses große iPad. Und ich habe eigentlich keine Halterung gefunden, wo ich das große iPad wirklich gut reinbringe, bis ich endlich auf die Webseite von Vogels gestoßen bin. Ich verlinke euch natürlich die ganzen Produkte hier unten nochmal, damit ihr die auch finden könnt. Die klappert nicht beim Fahren, das ist auch ein Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist. Also das ist super ruhig, sehr, sehr stabil, hat so einen kleinen Schwenkarm. Und das Ganze ist super praktisch. Ich klemme das einfach hier so ein. Alles tipptopp. Kannst das natürlich auch drehen, wenn es ist. Und dann kann ich auch schon loslegen. Voila. Und jetzt denkt ihr euch, okay, klar, wenn du Filme draufgeladen hast, alles super. Aber dann kommt noch ein zweiter Punkt. Wenn du Filme gucken möchtest und die gestreamt werden, dann brauchst du natürlich Internet. Und generell die Leute, die mich kennen, die wissen das schon. Ich nutze das Wohnmobil ja nicht nur für Urlaubsreisen, sondern auch für Businessreisen. Also wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann möchte ich da auch wirklich arbeiten können. Dann möchte ich da E-Mails machen können. Und ich möchte natürlich auch in der Lage sein, euch immer die neuesten Videos hochzuladen. Jetzt brauchen wir nur noch Internet. Und welche Lösungen ich da habe, das zeige ich euch jetzt, denn da habe ich wirklich was ganz, ganz Spannendes. Und ich möchte euch da einfach mal zwei, drei verschiedene Lösungen vorstellen, wie ich an mein Internet rankomme. Also, wie gehe ich jetzt ins Internet mit meinen Devices im Wohnmobil, um E-Mails zu verschicken, um euch Filme hochzuladen oder auch um Filme zu streamen, was auch immer? Es gibt, so wie ich das sehe, vier Möglichkeiten, wie man wirklich richtig gut ins Internet kommen kann. Und die ersten beiden sind relativ ähnlich und ihr kennt das wahrscheinlich alle und wahrscheinlich macht das auch der eine oder andere von euch. Und zwar macht man das einfach mit dem Handy. Man macht einfach einen persönlichen Hotspot und erlaubt damit anderen Geräten ins Internet zu kommen. Das ist, finde ich, die einfachste Variante oder die einfachste Lösung, hat aber meiner Meinung nach ein paar Nachteile. Und zwar zum einen die Kostenkontrolle. Die ist für mich gerade im Ausland hier eher schwierig. Jetzt weiß ich, ist das EU-weit wieder ein bisschen besser geworden, aber das kommt halt auch darauf an, welche Verträge ihr habt. Da fühle ich mich auch einfach unwohl, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich hätte das nicht so im Griff, was da passiert, wie ich mein Datenvolumen verbrauche etc. pp. Es ist auch oft so, dass die Kartenverträge, gerade wenn es ums Telefonieren geht, natürlich auch eine gewisse Gigabyte-Anzahl an Flat, also an Datenaustausch haben, aber die ist meistens dann so auf 2 oder 5 GB begrenzt, und das kann natürlich gerade beim Filme gucken, wenn man mal 4 Wochen im Urlaub ist, schwierig werden. Und
Zudem ist es so, wenn man telefonieren gleichzeitig möchte, das Gerät, bei mir zumindest, bei diesem iPhone wird es extrem heiß, man verbraucht viel Akku. Deswegen bin ich eigentlich gar nicht so der Fan von. Wenn es mal schnell gehen muss, dann ist das wunderbar. Und ansonsten habe ich noch eine andere Lösung. Und die zeige ich euch hier. Und zwar habe ich hier dieses Netgear-Gerät. Das ist ein LTE-Hotspot-Router. Das bedeutet, ich kann hier eine SIM-Karte einlegen von einem Telefonprovider und wähle mich dann ins Internet ein. Und so wie ihr das zu Hause kennt von der Fritzbox oder von so einer Telekom-Box, könnt ihr dann die verschiedenen Endgeräte hier über WLAN einfach ins Internet einloggen. Die genaue Bezeichnung von diesem Gerät ist ein Netgear AirCard, genauer gesagt die Netgear AirCard AC810-100EUS, für alle, die es genau wissen wollen. Aber natürlich verlinke ich euch das unten nochmal und zeige euch auch, wo man dieses Ding bestellen kann. Naja, und das Handling damit ist eigentlich super einfach. Ich habe mir geholt eine Prepaid-Karte, in meinem Fall von Vodafone, habe aber auch zudem immer noch eine von Telekom dabei. Einfach je nachdem, wo ich gerade bin, gucke ich, wo ich das bessere Netz habe. Und was mir an diesen Prepaid-Karten eben sehr, sehr gut gefällt, die funktionieren mittlerweile auch im EU-Ausland richtig, richtig gut. Du hast eine absolute Kostenkontrolle. Klar, es ist vielleicht im letzten Moment ein paar Cent teurer, als würdest du das über deinen normalen Vertrag machen, je nachdem, welchen Vertrag du hast. Und wie gesagt, ich fühle mich einfach mit solchen Prepaid-Karten da wesentlich sicherer, weil ich einfach kontrollieren kann, was passiert. Und wenn ich mir ein Budget setze von 10 Euro in meinem Urlaub und die sind weg, dann sind die weg und gut ist. Und deswegen ist das für mich eigentlich eine ganz, ganz tolle Lösung. Wenn du natürlich LTE-Netz hast, das ist relativ gut ausgebaut. Es kommt auch darauf an, wo ihr euch so rumtreibt und in welchem Land ihr so seid. Da habe ich auch schon unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Aber zu 80% komme ich mit diesem Gerät hier wunderbar klar. Ich habe mir hier so ein Klett dran gemacht und bippe das dann einfach oben bei mir in den Schrank. Dann sieht man es nicht. Da können sich ganz viele Geräte drauf einwählen und die Welt ist für mich wunderbar. Wie funktioniert das Ganze? Das zeige ich euch. Das Ganze ist wirklich total einfach. Ihr schaltet das Gerät an. Das Ganze, seht ihr ja, funktioniert auch mit Akku. Das bedeutet, du musst das nicht am Stromnetz haben. Ich habe es meistens immer aufgeladen und man kann es dann prima über eine 12 Volt, aber auch über eine 220 Volt Steckdose aufladen. Das ganze Ding heißt Netgear AirCard und wenn der dann hochgefahren hat und sein Netz gefunden hat, dann kriegen wir da gleich eine bessere Anzeige vor. Müssen wir aber, glaube ich, noch den Code eingeben, den ich natürlich wieder vergessen habe, aber mir sinnvollerweise natürlich gespeichert habe. Dann gebe ich das mal ein. Sollte das ganze Ding losgehen, schauen wir mal. Und voilà, da sind wir auch schon. So, jetzt ist hier alles wunderbar. Das bedeutet, ich kann hier über die SIM-Karte natürlich auch Nachrichten empfangen. Ich hoffe, ihr seht das einigermaßen. Ich sehe, ich habe noch 66% Akkuleistung hier mit drauf. Ich habe eine Warnmeldung. Die gucken wir uns gleich mal an, was da gekommen ist. Ich habe noch 11 Tage übrig. Ich habe bisher 0 GB verbraucht. Ist ja gar nicht verkehrt. Mein WLAN-Namen kann ich hier selbst wählen, auch das Passwort für Gäste kann ich wählen. Ich kann auch Gästezugänge vergeben, auch super smart. Und dann kann ich hier gucken, wie das WLAN ist, kann hier auf die Einstellungen gehen, kann eben hier diesen Gastzugang anlegen, kann weitere Optionen nehmen etc. pp. Und kann hier auch einfach über die Einstellungen ganz viele Dinge verändern, kann hier das Display, die Farbe verändern. Ich kann klar Flugzeugmodus einschalten und ich sehe jetzt hier, ich habe Vodafone-Netz 4G, richtig gut sogar, und kann mich jetzt einfach mit meinem WLAN-Namen und dem entsprechenden Passwort ins Internet einloggen. Das Ganze mache ich jetzt natürlich noch schnell, damit ihr seht, dass das auch wirklich funktioniert. Und man sieht, das Bild ist ganz klar, das ist wirklich HD und für so einen in Anführungsstrichen kleinen Monitor, der für mich aber hier ehrlicherweise riesig ist, ist das Ergebnis wirklich top. Du musst natürlich für das LTE Geld bezahlen. Du brauchst einen Kartenvertrag, auch wenn es Prepaid ist. Und insofern sind das meine beiden ersten Lösungen wirklich, wenn man unterwegs ist, wenn man schnell mal ins Internet gehen muss. Man hat 4G-Verbindung, dann ist das, finde ich, eine hervorragende Lösung. Jetzt gibt es aber auch noch eine Lösung, wenn ihr sagt, ihr wollt ins WLAN gehen. Ihr kennt es ja wahrscheinlich alle, ihr fahrt irgendwo an einem Campingplatz und ihr habt versprochen bekommen, auf diesem Campingplatz gibt es WLAN. Das gibt es auch, aber nur in der Rezeption. Und ihr steht aber 500 Meter entfernt von der Rezeption und habt keine Chance mehr auf das WLAN. Und da habe ich eine gigantische Lösung für euch. Die habe ich mir mal besorgt und habe die auch mal zusammengebaut. Das war gar nicht so einfach. Das sieht total heftig aus und funktioniert hervorragend. Und das zeige ich euch. Und zwar ist das der Webcatcher.
zeige ich euch mal, wie ich das aufgebaut habe. So, ich habe mir einen Webcatcher geholt. Ein Webcatcher ist im Prinzip eine Antenne, mit der du schwaches WLAN abfangen kannst und verstärken kannst und so in dein Auto holen kannst. Und bevor wir das alles ausprobieren, muss ich es erstmal zusammenbauen. Also, gucken wir mal, ob ich das hinkriege. Und schon ist dieses ganze Teil zusammengebaut und ich finde, es geht echt super einfach. Ich glaube aber auch, dass das der einfache Teil war, denn jetzt muss man das Ganze noch am Rechner konfigurieren. Gucken wir mal, ob ich das hinkriege. Gut, die Antenne hängt also jetzt draußen. Hier habe ich mein Kabel, das lassen wir jetzt mal nochmal weg. Ich habe jetzt die Möglichkeit, über diesen Adapter hier direkt die Antenne anzusteuern. Bedeutet aber, ich muss auch mein Endgerät hier mit einem Kabel verbinden. Das will ich nicht, deswegen habe ich hier noch diesen Router dabei. Also Antennen sind dran. Ja, mehr habe ich nicht drinnen, dann einstecken. Die Antenne ist also jetzt installiert und jetzt geht es noch darum, natürlich das entsprechende Netz zu empfangen und zu screenen, gibt es hier überhaupt irgendein WLAN, wo ich mich einschalten kann. Dazu gibt es folgende Möglichkeiten. Entweder ihr seid auf einem Campingplatz und der Router ist einfach zu weit weg und ihr habt aber Einwahldaten für dieses Netz. Das geht wunderbar. Oder ihr seid zum Beispiel in der Nähe eines ganz bekannten Fastfood-Restaurants oder ja, welchen Einrichtungen auch immer, wo es kostenloses WLAN gibt, das zur Verfügung gestellt wird. Diese Hotspots werden auch immer mehr. Und da kann ich mich eben dann mit diesem Verstärker in dieses Netz einwählen, wo ich vielleicht normalerweise mit dem Handy oder mit dem Tablet so einfach keinen WLAN-Empfang mehr gehabt hätte. Als allererstes muss ich mich natürlich mit dem Router verbinden. Das mache ich jetzt gleich mal. Sekunde. Gut, dann haben wir das WLAN aufgebaut. Und jetzt bin ich in der Lage, mit der entsprechenden Eingabemaske, die ich hier mal einblende, dass ich das Netz auf WLAN-Netze scanne. Und das machen wir jetzt mal und hoffen mal, dass wir da ein schönes WLAN-Netz für uns finden. So, der Scan läuft. Und jetzt habe ich verschiedene WLANs zur Auswahl. Und da müssen wir jetzt einfach mal gucken, was für uns am besten funktioniert. Eines ist auch klar, diese Lösung funktioniert nicht immer. Das macht einfach nur Sinn, wenn ihr wisst, ihr seid in der Nähe von der Stadt oder auf dem Campingplatz, wo eben an der Rezeption der Router hängt, ihr aber mit dem Auto zu weit weg seid und deswegen mit dem Handy keinen Empfang mehr habt. Und ja, jetzt rede ich aber nicht lang rum, jetzt wählen wir uns mal ein Netz aus. So. Perfekt. Schon sind wir drin. Funktioniert hervorragend. Cool. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal auf YouTube, oder? Also, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende dieses Films angelangt. Jetzt werdet ihr euch wundern, am Ende dieses Filmes, ich habe doch eigentlich von 4 Möglichkeiten gesprochen, ins Internet zu kommen. Die erste Möglichkeit war also, mit dem Handy einen Hotspot zu errichten. Die zweite Möglichkeit war, so einen LTE-Router mitzunehmen. Und die dritte, die ich vorgestellt habe, war jetzt dieser Webcatcher, mit dem ich einen WLAN verstärken kann. Und jetzt gibt es noch eine vierte Möglichkeit, da habt ihr auch vollkommen recht. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe diese Lösung nicht und deswegen kenne ich mich auch nicht gut aus. Aber wenn ihr wollt und wenn ihr sagt, ihr wollt ja mehr darüber wissen, dann stimmt hier oben einfach mit mir ab und sagt mir, ob ich darüber noch einen Film bringen soll. Und zwar wäre das die Lösung, Internet über die Satellitenschüssel zu ergattern. Wenn ihr sagt, ja, das interessiert mich, dann würde ich mir da einfach einen kompetenten Partner suchen, der uns das Ganze erklären kann. Bin aber ehrlicherweise auch noch nie in die Situation gekommen, dass ich darauf angewiesen war, per Satellit ins Internet zu gehen. Denn durch diese Möglichkeiten, die ich euch bisher präsentiert habe, war ich in meiner Vergangenheit bei den Reisen eigentlich immer in der Lage, irgendwie ins Internet zu kommen. Was bleibt jetzt noch übrig? Übrig bleibt noch, vielen, vielen Dank fürs Zusehen zu sagen. Es geht hier natürlich wieder weiter am nächsten Montag um 18.30 Uhr kommt wieder der nächste Film. Und bis dahin freue ich mich natürlich, wenn ihr mir einfach unten in die Kommentare schreibt, ob euch dieser Film gefallen hat, welche Anmerkungen ihr noch zum Thema Internet im Wohnmobil habt, welche Tipps und Tricks ihr dafür noch habt, welche Fragen ihr noch habt, dann schreibt das alles unten rein. Über ein Like freue ich mich immer. Und natürlich freue ich mich auch total über ein Abo, wenn ihr ein Abo da lässt. Das ist eine ganz tolle Bestätigung für mich und motiviert einen natürlich extrem. Das wisst ihr ja. Ja, mir bleibt jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ich mache es mir jetzt hier bequem
und guck mal, ob meine vorgestellte Lösung mit dem Webcatcher wirklich so gut funktioniert und guck mir jetzt einen kleinen YouTube-Film an. Klar. Also, ich wünsche euch eine schöne Woche. Freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. 18.30 Uhr am Montag, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei Fan4Van. Bis dahin, alles Gute und schöne Reisen. Euer Markus.